wo ich nur immer wiederhole, ich erzeuge jetzt in deren Gefilterst die ganze Zeit nicht da war, schau mal nach oben, schau dir die Decke an. Das ist übrigens die geöffnete Ecke, die Ecke ist Gack, das Dach, Gall. Gall ist 33, ist ja auch 33, ist die Welle. Der Giebel, Raditz vom Giebel ist GBL, Giebel heißt Gegend, Gegend, bis du kommst aus dem System nicht raus, wenn du das einmal verstanden hast. Pass auf, wieso ist jetzt auch da oben, schau dir mal da oben die Wolken an, oh, was ist das da oben? Was dir in dem Moment nicht bewusst ist, das oben, das du dir denkst, erfordert ein Unten. Du kannst jetzt, wenn du das beobachtest, dann wirst du erkennen, dass in dem Moment, wo du vergisst, dass du unten bist, entsteht erst das oben. In dem Moment, schau mal da unten den Teppich an, jetzt ist oben und unten, es gibt nur hier und jetzt. Und auch hier, oben und unten sind Wellen, eins taucht auf und das andere geht in das, was außerhalb in Erscheinung tritt, was für dich sichtbar wird, ist innerhalb weg. Jetzt ist natürlich das außerhalb, jetzt müsste ich dann Zeichnungen machen. Und wie gesagt, das ist gar nicht das Thema, das muss euch nicht so interessieren, dass der Wellenberg, BRG heißt immer wachten Geist, absolut her gesehen ist der Wellenberg ja noch Wasser. Und das Wellental, und da wird es interessant, das Tal kann man zuerst einmal schreiben, T-Al, das ist Spiegelung im Gott zum einen. Wir können auch K-L schreiben. Das ist natürlich jemand, das eine sehr grobe Vereinfachung ist. In Ruhe ziehen. Nur runterziehen? Ja. Da runter oder hin? Pass auf, dass man natürlich normalerweise, das gibt es ja nicht. Das ist eine ganz grobe Veranschaulichung. Das Erste, was du jetzt wissen musst, absolut her gesehen, wäre das jetzt Wasser. Von einer Nulllinie, von unserem Wasserspiegel aus gesehen, ist alles, sobald was hier über die Nulllinie sich heraushebt, fällt hier weg. Wenn ich jetzt das immer mit Plus und Minus mache, als Gleichung gesehen, gibt es eigentlich überhaupt keine Bewegung. Das ist, du kannst es so viel in Bewegung setzen, wie du willst. Wenn ich das als arithmetische Gleichung alles über den Nullspiegel, was herausgeht, geht hier im Minusbereich. Das heißt, es verschiebt sich die Lage der Gleichung, aber ist gleich Null. Das ist dein Geist. Der Geist, der einfach bewusst immer ist, das ist es mehr selber, das verändert sich nicht. Egal, was an deiner Oberfläche wogt und tobt. Jetzt ist natürlich das deutsche Gespräch Berg, BRG, immer das erste kleine System B, im Hebräischen hast du immer innen, steht auch für 2. Ich muss immer Gedanken, B in mir ist auch 2 und die Synthese ist 3. Dass ich nochmal die 5 zum Beispiel, rot, ist die Quintessenz der Christus. Ihr kennt die Geschichte aus meinen Vorträgen mit dem Barabbas und mit dem Jesus. Die Geschichte aus den Evangelien, Barabbas, Barabbas auf Aramäisch heißt der Sohn, der außen lebt. Und der Christus geht ins Zentrum ans Kreuz. Ja, genau. Das Fadenkreuz, tausendfach erzählte Geschichte. Ja. Wenn du dir jetzt eine Zielscheibe, die Geburt Gottes in Welt, eine Zielscheibe vorstellst, dann ist hier das Zentrum. Ja. Ihr kennt auch, das Zentrum heißt ja auf Lateinisch nicht Mittelpunkt. Du hast wieder gelernt, auch so ein Wort, was bedeutet Zentrum? Geh in deine Welt rum und frag, was ist ein Zentrum? Da schauen die dich zuerst an, weil jeder in deiner Welt jetzt, die du träumst, dich mit großen Augen anschaust, weil er sich gar nicht vor, fragst du mich das? Weil das, was doch jedes Kind das Zentrum bedeutet, Mittelpunkt. Das Verrückte ist, Zentrum heißt nicht Mittelpunkt. Das lateinische Wort Zentrum heißt Stachel, vom griechischen Kentron, auch Ochsenstichel, das ist dann unser Name. Das Zentrum heißt Stachel, übertragenerweise eingedeutscht der Stachel eines Zirkels. Ja, genau. Aber wie gesagt, Zentrum heißt Stachel. Und daraus wurde einfach der Mittelpunkt. Aha. Wobei das Wort wirklich eigentlich nur übertragen, aber es ist auch der Radius, ist, er hast Stab, Stecken, auch Weberschiffchen, und übertragenerweise wurde das dann der Halbmesser, wobei das ja nur noch weitergeht, dass ein Radius, erkläre ich in der Mutation, das ist ein Radius, nicht nur ein Ding. Aber da muss man sich Sprache interessieren, und jetzt ist es, dass wenn ich jetzt hier diese Ziel, die Geburt Gottes in L, anvisiere, mit einem Gewehr darauf schieße, dann fliegt ja da die Patrone hin, und Patron, die Patrone ist der Vater. Und ich kann jetzt noch weitergehen, ein anderes Wort für diese Patrone ist Geschoss. Etwas anderes ist Geschoss, ein geistiger Schoß, aus dem alles heraus, das ist aus diesem Mittelpunkt, wird alles herausgeboren. Und dann kann ich natürlich dann sagen, dass dieses Zentrum hängt zusammen mit einem Zirkel,
Zer, Z-I-R, Hebräisch, wenn man jetzt die Wörterbücher nimmt, heißt Dreh- und Angelpunkt unter anderem. Das ist ein Dreh- und Angelpunkt und KL wie Gott. Das ist wie Gott. Das ist dann der Patron, die Patrone. Der Jesus geht ins Zentrum vom Kreuz und das sind jetzt, das ist die Quintessenz. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist die rote 5, die plus 5. Und alles Ausgedachte ist die blaue 5, die Wahrnehmungen. 5 selber ist ja H. Okay, und jetzt ist der Berg, das hebräische Wort für Berg ist Har. Har. So ist das Wörterbuch, das heißt Berg. HHR heißt der Berg. Und jetzt ist es der Wellenberg. Im erwachten Geist ist ja noch Wasser. Das Wellental haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können die All lesen, die Spiegelung von All. Das heißt, du wirst ein Gott. Aber eigentlich interessanter ist T-A-L, okay, und T-A, TAF, alle. Wenn du jetzt im Langenschein nachschaust, heißt es Loge und Zelle. Loge, so immer die Logik, und Zelle kann man wieder zwei. Z-L heißt die Geburt Gottes, der sich auseinanderschmeißt. Oder wir machen Z-L, machen das E als Vokal weg, und dann hast du einen Schatten. Den Schatten in deine Logik wird. Interessanter wird, wenn du in ältere Wörterbücher gehst, und da müsst ihr jetzt, ich habe mal für euch andere, ich habe nämlich erst jetzt vom Andreas, der diese Gematrie Explorer gemacht hat, hat er wieder gefunden, gestern oder vorgestern hier und jetzt ausgedacht, dass das R, Mensch, du schreibst, dass dieses R, ich habe einen Brief gekriegt von der Liliane, die er studiert, und dass das R 70-200, da steht drinnen mit Feind. Die Datei habe ich vom Udo gekriegt, ich finde nirgends Feind. Ich habe kein Wörterbuch, wo R als mit Feind übersetzt wird. So, das Problem ist nicht, dass das nicht drin steht, sondern du hast bloß nicht alle Wörterbücher. Ich habe einmal ein paar dabei, in Langenschein, in Gesenius, dann kann man hier in Baumgärtner, das sind 1800 Seiten, ich habe dann da haben wir in Siegfried und Stade, das altaramäische Wörterbuch von König und noch einige andere, und erst wenn du alle nachschaust, und dann habe ich gesagt, wenn du das 1800 Seiten Wörterbuch hast, da wirst du unter R auch Feind, unter anderem Feind finden, aber du hast das Dennach-Programm, und dann habe ich die Bibelstelle gezeigt, wo hier R mit Feind übersetzt wird, auch im Dennach, weil die mit dem Baumgärtner arbeiten. Also die Juden haben noch mal, und da sage ich, das kann mir nicht alles wissen, und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, Leute, mit Filmserei, darum geht es nicht. Ja. Es reicht, wenn ich was verstehe. Der heutige Gangster hat sich was gedacht, dann muss ich alles verstehen. Ja. Stimmt. Ich sage, wie beim Essen musst du wissen, wenn du was isst, jetzt in deiner materiellen Logik, wie dein Körper das Essen aufspaltet, wie da die Vitamine rauskommen, wenn das Gute vom Schlechten getrennt wird, wie die Feuchtigkeit rausgezogen wird. Es reicht auch mir, wenn es mir schmeckt. Genau. Sehe ich ganz genau so. Muss ich mir den Kopf zerbrechen, es reicht doch, wenn es mir gut geht und wenn es mir schmeckt. Ob es mir gut geht, da muss ich nur das Wesentliche am Wertesystem verändern. Und darum mache ich zuerst einmal, und das ist wirklich die Vatersprache, wie ich nennen lerne, für einen, der Deutsch spricht, raumzeitig gesprochen, muss euch ganz klar sein, das ist 10-mal, 100-mal leichter, wie wenn du jetzt Türkisch lernen müsstest. Weil wenn du Türkisch lernst, hast du ein absolut stupides Zuordnen von Bildern zu Geräuschen. Und da ist ja eigentlich schon alles da. Es sind so wenige Regeln, wenn man sich interessiert, das kriegt man irgendwann nochmal mit, ich sage, ein Grundwortschatz. Und dieses DA, wie gesagt, Zelle, Loge, in den Elternwörterbüchern wird jetzt, wenn du in Dennach zum Beispiel reingehst, wo ich sage, dann ist es ein Wachzimmer. Hochinteressantes Wort. Was hat es mit einer Loge und einer Zelle zu tun? Jetzt mache ich immer, du weißt eigentlich alles, eine Zelle, eine Klosterzelle zieht sich der Mönch zu sich zum Meditieren. Und Meditieren ist nicht dein Akt des Einschlafenwollens, sondern des Erwachens. Das ist immer. Bewusstwerden ist eine Art vom Erwachen. Und das ist immer wieder, wo Andreas gerade hier zu Helga gesagt, kannst du schon wachsen, geistig wachsen, heißt wach sehen. Bewusst sehen, was jetzt da ist. Und jetzt hast du hier praktisch, dass diese Wachheit, die in dir, was in dir wach wird, ist nicht der Berg. Und so kann man sich das schlecht vorstellen. Ich merke nur, da fällt innerhalb was, was sich außerhalb rausstellt. Jetzt ist das aber Geist und ist innerhalb. Und jetzt pass auf, jetzt mache ich euch eine Metapher, um das etwas genauer darzustellen, weil alles erklärbar ist mit Holofeeling. Dass das erste Mal das dir klar sein muss, dass diese klassische Sinusdarstellung sich bezieht auf den Einheitskreis. Ja. Ne? Ich könnte übrigens alles, was ich euch erkläre, wenn ihr immer und immer wieder die Warnungen studiert, wenn euch das interessiert. Und ich betone auch hier zum 100. Mal, das musst ihr nicht wissen. Du musst nicht wissen, wie der Fernseher funktioniert. Es reicht, wenn ich einschalten kann und umschalten kann.
dann kann ich die Bilder anschauen. Aber irgendwann wird mich das interessieren, wie funktioniert der eigentlich, wenn mich die Filme langweilen. Weißt du, das ist, wenn du auf die höhere Ebene kommst, dann kommt der Udo und der sagt dir, pass auf, jetzt die Filme, die Metapher hast du verstanden, ich erkläre dir, wie das Ding funktioniert und dann gehen wir jetzt erstmal auf die andere Seite und dann mache ich den Deckel runter mit Messgeräten, wo ich dir erkläre, und wenn wir dann hinten sind, um dir das hinten zu zeigen, wie das funktioniert, ich kann dir nicht zeigen, wie ein Fernseher funktioniert, wenn er ausgeschaltet ist. Das heißt, der muss laufen. Interessant ist, wenn ich dir hinten erkläre, wie er funktioniert, ist vollkommen egal, was da vorne für ein Film läuft. Es hat sich, er läuft. Und das ist das höhere Bewusstsein, weil dir vollkommen egal, was dir träumt, wenn du dir anfängst, dich zu interessieren, wie Träumen funktioniert. Weil du auf einer ganz anderen Perspektive mittlerweile bist. Das ist das Loslösen. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt. Jetzt ist es so, dass dieser Einheitskreis, will ich ja nicht genauer erklären, dass man klassisch hier diese Sinus wird das so dargestellt. Okay? Und jetzt ist das Plus-Minus, was hier schon die Illusion ist, dass es nacheinander kommt, siehst du eigentlich, dass es gleichzeitig ist. Und wenn du die erste Welle, Sinus 1, ist eigentlich unendlich, was du nicht denken kannst, und dann kommt hier diese in der Fourier-Transformation, ich benutze jetzt die Worte, du Geist, kannst dieses Wissen oder nicht wissen, hängt von deiner Reife ab, die dann in dich reingehen, in ein ungeraden Teilerverhältnis. Das ist jetzt Schularithmetik. Benutze absichtlich nicht das Wort Mathematik. Was hier entscheidend ist, wenn du das weißt, dass jetzt zum Beispiel hier Sinus 1 ist dieser Sinus. Okay? Es wird nochmal aufgetragen. Schau, das ist 1, Sinus 45 Grad. Wenn du hier rüber gehst, das ist praktisch die Strecke, ist liegt bei 0,707. Klingt jetzt sehr verwirrend für einen, wenn Sie ihn nicht kennen. Und ich betone nochmal, vergiss es ganz einfach. Was wichtig ist, was du nicht vergessen darfst, der ein Drittel Sinus, der hier ein Drittel so groß ist, okay, ist auch dreimal so schnell. Der Fünftel Sinus ist fünfmal so schnell, wenn du zählst. Und jetzt, wenn du das so zeichnest, wird es interessant, dass du hier Wellenberg und Wellendal, wenn du das einzeichnest, kriegst du hier plötzlich ein Luftloch. Weil der Sinus, der dazugehörige Sinus als Berg betrachtet, wenn man das so darstellt, hier innen eine Luftblase macht. Die eigentlich eine Illusion ist. Und jetzt erkläre ich es euch einfach. Einfach zuhören. Ist ja gut, dass wir das nicht wissen müssen. Genau. Du stellst dir jetzt vor, jetzt alles habt ihr schon probiert, ohne dass ihr das mitkriegt. Ihr habt alle schon mal ausprobiert, den Spiegeltunnel zu sehen. Jetzt muss ich mal, ich nehme mal einen kleinen runden Spiegel. Das macht ihr nochmal so. Du nimmst den Spiegel, stellst dich vor den Spiegel hin, schaust über die Spiegelkante und dann machst du diesen hier. Das, was dir in dem Moment, wenn man das jetzt an einen großen Spiegel macht, was dir nicht bewusst ist, du hast einen Spiegel in der Hand und den ersten Spiegel, den du siehst, ist komischerweise nicht der, das ist wieder unser weißes Blatt Papier, sondern den Spiegel, den du siehst, ist der hier. Wenn du das mal ausprobierst, den Spiegeltunnel, dass du, wenn du schaust, machst du einen Spiegeltunnel, was du aber komplett ignorierst, ist der hier. Das ist wieder das weiße Blatt Papier. Bist du dabei, Andreas? Du kennst das Schwimmen im Spiegel? Boah, wenn man so schaut, die zwei Spiegel. Wenn du das an einen großen Spiegel machst, siehst du das hier und dann natürlich puff, 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 puff. Aber was du ignorierst, ist der erste. Ja, da bleibst du hängen. Das ist wieder das weiße Blatt Papier. Ja, merkst du, was ich euch nur zeige, ist eine extreme Bewusstsein, ist eine extreme Präzision, was ist jetzt eigentlich da? Okay, jetzt pass auf, wir gehen jetzt einmal morgen, wir machen zuerst den normalen Spiegel. Wenn du morgens vor dem Spiegel stehst, du kannst dich ja selber nicht sehen, du siehst immer bloß deine Information. Ein ganz unbewusster, normaler Zombie, ein Trockennasenaffe steht morgens im Spiegel und glaubt, das bin ich. Jetzt frage ich dich, was ist eigentlich ich? Die Glasplatte vor dir, der da, hinter der Glasplatte, die wird jetzt bewusst, pass auf, dass alles, was hinterm Spiegel ist, auch vorm Spiegel ist, H in dem Spiegel, vorm, V und F klingen gleich. Die Form des Spiegels, vorm Spiegel ist die Form des Spiegels. Wenn ich jetzt mich sehe, ihr wisst jetzt, du kannst jetzt durch meine Augen schauen, wenn es ein Spiegel ist, du siehst, was ich sehe, wenn du jetzt hier schaust. Wobei du genau weißt, dass das, was ich da sehe, da gar nicht existiert. Wenn es überhaupt ist, dann ist es im Spiegel. Und das Einzige, was du begreifst, das ist auch einem Materialisten dann bewusst, wenn man anspricht, unbewusst bin ich das ja.
Plötzlich sage ich, das bist du nicht. Was bist du? Bist du der Spiegel? Bist du das Bild hinterm Spiegel, das eigentlich im Spiegel ist? Dass alles, was du in diesem Spiegel siehst, dass das eigentlich nicht hinterm Spiegel ist, auch wenn dir das erscheint, sondern dass das im Spiegel ist. Und du musst jetzt nur begreifen, die Luftblase vorm Spiegel, der Raum, das ist das hier, das ist auch im Spiegel. Das ist auch im Meer. Jetzt nehmen wir mal das deutsche Wort. Aus was besteht ein Spiegel? In der Johannes-Offenbarung heißt es in der deutschen, in der Übersetzung, vor dir ist ein gläsernes Meer. Das Wort Glas beginnt mit Gall. Ja, ja. Das ist dein geistiges Licht, ist der Schöpfer von Raum. G, All, ja. SS, Gall ist auch die Welle, die Verbindung in L, die levert. Das Glas selber ist kein Spiegel, was spiegelt, ist eine Silberschicht. Früher, die hinten aufgedampft, die Silbe im Hebräischen ist Kesof. Das heißt, zuerst einmal Kopf, Vorsilbe, wie ein raumzeitliches Wissen. Sof, Sof laut Wörterbuch heißt zuerst einmal Schwelle, eine logische Welle. Aber was noch interessant ist, das heißt auch Becken, Becken. Weil das, was ich jetzt als Metapher nehme, an und für sich ein Wegspiegel ist. Aber das so genau will ich jetzt nicht wann. Was noch interessanter ist, wenn du unbewusst bist, siehst du ja vor dir etwas. Zum Beispiel dich. Du siehst auch ein Zimmer, vor dir ist ja ein Zimmer. Was dir, wenn du bewusst bist, dir klar macht, dass das Zimmer vor dir eigentlich das hinter dir ist. Ja. Dass sich alles zwei Seiten dreht, aber erst wenn du dir wirklich geistreiche Gedanken drüber machst und nicht, wenn du nur dieses oberflächliche Interpretationsgeschwätz deines Materialismus gelten lässt. Und dann ist immer wieder, ich sage, das sind zwei Ebenen. Das sind die Metaphern, die Spiegeltunnel, wo ich mache, die auf drei Ebenen sich aufbauen. Der erste Spiegel ist dieser einfache Spiegel hüben, Spiegel drüben. Bis ich dann das Thema mit dem Eck, nenne ich das in den ersten Büchern Eckspiegel, was eigentlich ein Kantenspiegel ist. Habe ich auch schon darüber gesprochen. Der ja oberflächlich diese Tiefe wie ein normaler Spiegel ist, wenn man den ideal baut, bloß dass er nicht spiegelverkehrt ist, ohne darauf einzugehen. Und die nächste Kick ist dann der wirkliche Eckspiegel, der aus drei Ecken besteht. Das heißt dazu, eine Ecke, drei Spiegel, das, wenn ich zeige, also ich habe hier in Österreich, der Toni hat es gebaut und er hat sich sogar einen halbdurchlässigen, so groß. Zwei Spiegel, unten der Spiegel und den, wo wir drauflegen, hat er einen halbdurchlässigen. Und dann haut's den, dann kriegst du es richtig mit, was das bedeutet. Aber das wäre jetzt alles so Detailwissen, wo ich immer wieder, das Erste ist, was bist du Geist? Wenn dich das interessiert, wir haben alle Zeit der Welt, dass wir uns das erklären. Ist auch alles schon fertig. Und das sind die ganzen Offenbarungen so vielfältig, das sind nur kleine Häppchen. Ja. Und wenn du neugierig wirst, alles was darüber hinausgeht, werde ich dich inspirieren und dir einfallen lassen, wenn es dich interessiert. Und das ist ja nicht diskutierbar, das ist das, was ist. Und was wir jetzt noch machen, das war jetzt einmal das Erste, wo ich einen Computer habe, wenn es geht, dass man, wenn in die Worte, in Bibeln, in der Stelle, das setzt da wieder Grundvorwissen raus, dass all das bis ins Detail in der Tora, in der hebräischen Bibel beschrieben wird, wenn man sie richtig mit dem Wörterbuch übersetzt. Alles, was ich euch sage, auch das ganze erste am Anfang, genau das wird unendlich präzise, übrigens in allen heiligen Schriften übersetzt, aber du musst dir die Mühe machen, selbst ein Wörterbuch in die Hand zu nehmen und nicht nur immer an anderen fragen, was bedeutet das. Das ist das über diese einseitige Auslegung hinausgehen. Diese unendliche Vielfalt eines Wortes erkennen, und das ist ein rein streng arithmetisches System, das sich hier aufbaut. Das ist dann die Ebene, wo du anfängst, die Tiefe dich mit dir zu beschäftigen. Aber das kann nur ein Geist, der sich einmal von dem Raumzeitlichen ein bisschen frei gemacht hat. Oh. Ja, das ist, so sieht man aus, wenn man die halbe Nacht durchsäuft. Weil da müsste man sich ja teilen machen. Da wird die Kronen hochgehalten und wehe, es wagt einer zu behaupten, dass ein Gedanke, den du denkst, weniger ist wie der Denker. Und dann merkst du schon wieder die Geistlosigkeit. Das selektiert, ich betone immer wieder, das einzige Bestreben, ich will dir Geist klar machen, wie unendlich du bist, ein Gotteskind, wie mächtig du bist. Und verwechsle bitte den Geist, den du jetzt nicht mit der Person, die du zu sein darfst, und schon gar nicht, geht es um irgendeine Person, die du jetzt dir ausdenkst, der du zuhörst. Es geht um eine Stimme, die dir träumenden Geist was erzählt, und da du nur von oben nach unten sehen kannst, habe ich nur eine Möglichkeit. Ich, Geist, lass dir zurzeit das träumen, was jetzt ist. Dich als Person, den Udo. Aber das sind Erscheinungen in deinen Traum. Wach machen kann ich nur den Geist, der träumt. Das ist das Neue. Das ist das neue Wissen.
Und das muss man ganz alleine mit sich machen. Es geht immer darum, eine Welt retten zu wollen, einen Traum. Solange du einen Traum Welt retten willst, kannst du nicht wach werden, weil du glaubst, dass die wichtig ist. Die einzige Sinn eines Traums ist, die Metaphern zu verstehen. Der Traum sagt dir was über dich. Und jetzt geh mal wieder, dass sich das immer wiederholt. Wir gehen in deine materialistische Logik. Jeder normal gebildete Mensch weiß, so denke ich mir die jetzt, dass wenn ein Kind oder ein Mensch träumt, dass diesen Menschen sein, nennen wir es Unter- oder Überbewusstsein, spielt keine Rolle, mit dem Traum in Form von symbolischen Bildern was mitteilen will. Die Traumsymbolik. Ob man dran glaubt oder nicht glaubt, aber selbst die Schulmedizin weiß, dass im Träumen die Psyche einen selbst narrt oder irgendwas sagen will, in Form von Metaphern. Und jetzt macht es nur eine Stufe höher. Die Welt, die du jetzt wahrnimmst, ist der Traum und die will dir was sagen über dich und darum sind da jetzt Computer. Nochmal, in der Traumwelt sind nicht die Computer da, um deinen Traummenschen das Leben zu erleichtern. Es gibt nichts in der ganzen Geschichte, was ich dir jetzt erklären kann, hätte ich mit dem Wissensstand eines Jesus oder eines Lovers zu diesen Zeiten gar nicht erklären können. Drum ist UB rot, ich UB, noch tausendmal mehr wie Jesus und wie Jesus tausendmal mehr ist wie Buddha. Das sind Entwicklungsstufen des Geistes. Und jeder, der sich mit geistiger Entwicklung, jeder Geist, der sich mit geistiger Entwicklung beschäftigt, wird es immer mehr sich bewusst machen. Und der Geist, dem das bewusst wird, der schert sich einen Dreck um seine Gedanken, weil er weiß, Gedanken ist ein Kommen und Gehen von Gedankenwelt. Die materialistische Moral, dieses Menschenleben erhalten wollen, ich wiederhole zum tausendsten Mal, verdammt nochmal, bist du so kleingeistig, hast du denn immer noch nicht begriffen, dass ein Säugling sich auflöst, ein Schulkind sich auflöst, ein Jugendlicher sich auflöst, ein Erwachsener sich auflöst, auch ein Greis sich auflöst. Es hat die Schöpfung nicht vorgesehen, dass die ewig sind. Das ganze Kampf der Schulmedizin ist Schattenboxen. Egal, ob du zu einem Schulmediziner gehst, zu einem Heilpraktiker gehst oder zu einem Geistheiler. Ich garantiere dir, deine Überlebenschance in Bezug auf deine Person ist 0%. Es wird nicht dein Sterben, dein Heilungs-, dein Lebensprozess verlängert, sondern dein Sterben. Das ist die einfachen Sätze, ihr seid als Materialisten dumme Rauben, die nichts wissen vom Schmetterling-Dasein und mit aller Gewalt versuchen, möglichst lang Rauben sein zu dürfen. Und das ist bei Holophilien, gibt es jetzt wo ich euch gesagt habe, immer wieder in ein Ding, dass du jetzt in deinen Helden, in deinem Alter dir eingestehen musst, dass du jeden Morgen, wenn du wach wirst, sagst du, ich bin gespannt, was heute hinter den Adventskalendertürchen alles passiert, heute Abend ist es eh weg. Und dass man fast nicht schnell genug zum 24. Türchen kommt. Nicht, weil man die Welt los haben will, sondern weil man so neugierig ist. Ja, das stimmt. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, ja, weil es dann zu langsam geht und nicht, weil ich Angst habe oder ich habe schon gar keine Angst mehr davor, dann kriegst du, wenn du keine Angst mehr hast vor diesem klassischen letzten Tod dieses Lebens, ist ja eigentlich nur das Wachwerden, dann kannst du wirklich dir, wenn du dich beobachtest, wissen, jetzt habe ich es verstanden. Und wenn du einen Hauch von Zweifel nur hast, dass das doch nicht stimmt, haut es dich sofort wieder runter. Und da muss auch die Geduld da sein, dass du eben trotzdem sagst, ich muss das Buch bis zum Ende leben. Ich bin gespannt, was alles passiert. Was ist schon Zeit, wenn man in der Ewigkeit lebt? Und dieses Gefühl kann nur in dir wachsen, das hast du oder das hast du nicht. Ja. Und ob du es hast, ich sage immer, du bist der Erste, der es wirklich mitkriegt. Und wenn du nur einen Hauch von Zweifel hast, hast du es noch nicht. Bisschen schwanger gibt es nicht. Ich habe früher, als Ude in meinem Laden, weil es ähnlicher mit meinen Holofeeling anlangt, kann einer das Gefühl hören oder nicht? Und ich konnte Situationen machen, das sind zwei Menschen, ich lasse ein Onlock laufen. Ich schalte zwischen zwei Onlock um. Jetzt nur, ich beobachte nur. Ich habe zwei Kunden im Laden, ich schalte um und der eine steht, ich höre keinen Unterschied. Und der dahinter, jetzt ohne Witz habe ich so oft gehört, der sagt, ist der denn taub? Sagt er zu mir. Das ist doch wie Tag und Nacht. Ist der denn taub? Das ist wie Tag und Nacht. Und das war für mich dann das erste Mal zu analysieren, dass du Sachen, was ist das, dass der eine das nicht mitkriegt und der andere das mitkriegt? Das Gefühl von Echtheit. Und ich habe dann so viele Metaphern und Beispiele gehabt, wo ich bei mir, wenn du gekommen bist, in den Laden, wo ich Udo verführt kenne, die sagen, du hast nie was anderes gemacht, du hast nur das Thema, wenn er wartet. Es ist nie um Verkaufen gegangen, dass eben auch hier, will dann nicht jetzt wieder ausholen, aber mit Bilder steht irgendwo auch, glaube ich, in Büchern drin, dass ich zum Beispiel hier, wenn ich jetzt diese Pflanze hier nehme, das Stöckchen, bin in der Fotostudie, damals hat es ja noch kein Computer-Animation gegeben, das war Photoshop, hat es nicht gegeben, bin in der Fotostudie, habe so eine Kunstpflanze gehabt, die ziemlich echt ausgeschaut hat, habe die fotografieren lassen, 1:1. Und dann, wenn wir gekommen sind, war die Pflanze gestanden, ich sage, pass auf, jetzt gleichen wir mal ein Aktionsangebot,
Du kennst doch aus Zeitschriften die Bilderrätsel. Such 7 Fehler. So, pass auf, das machen wir jetzt. Ich habe da hier... in ein Fotostudio was verändern lassen. Wenn du den Fehler findest, in 5 Minuten, dann musst du die Anlage, die du dir raussiegst, nicht zahlen. Dann habe ich das Foto gegeben und was jeder macht, pass auf, du sitzt dann, jetzt stell dir mal vor, das ist wirklich absolut 1:1 und dann stehen die und dann schaust du die Blätter, die blühen. Jeder sagt, du beim besten Willen, was hast du verändern lassen? Ich sage, das ist ein dreidimensionales Original, das ist ein Fetzenpapier, das ist ein Fotograf. Das hat nie einer gemerkt. Weil du unterschlägst immer den Träger. Das ist dasselbe im Grün, dass wenn du wirklich Echtheit, ich habe so viele Testredakteure und auch so von den ganzen Zeitschriften, es war also keinen, der zum damaligen Zeitpunkt nicht bei mir war. Und auch hier, wie bei Holofeeling, wenn einer zuhört. Es hat niemals eine Diskussion gegeben, ob die echter sind, meine Anlagen oder nicht. Weil da gibt es nichts zu diskutieren, wenn du das Prinzip, das Erste, was du begreifen musst, dass ich echt anders definiere, wie schön klingen. Ich habe schön, ich bin du, glaube ich, ob du einen Kopfhörer auf hast. Schau, Helga, deine Stimme klingt ganz anders wie meine Stimme. Ja. Wenn du jetzt blind wärst, du hörst 2 unterschiedliche menschliche Stimmen, aber es sind beides, was du hörst, sind echte Menschen. Jetzt im normalen Sprachgebrauch. Jetzt pass auf, stell dir vor, du wärst blind und ich setze dir 4 verschiedene Kopfhörer auf. Von verschiedenen Marken, wenn du genau hinhörst, wirst du feststellen, jeder klingt ja wem anders. Aber jeder klingt nach einem Kopfhörer. Jetzt setze ich dich in 4 verschiedene Autos rein mit verschiedenen Autoanlagen, dann wirst du feststellen, jede Autoanlage klingt anders, aber Autoanlage klingt anders wie ein Kopfhörer. Wenn du dich jetzt als Blinder, wenn du mir jetzt sagen musst, hörst du einen Kopfhörer oder Autoanlage, und dann führe ich dich in 4 verschiedene Kinos rein. Und du musst jedes Mal sagen, ist es jetzt, was du hörst, ein Kopfhörer? Ist es eine Autoanlage oder ist es ein Kino oder ist es ein echter Mensch? Kannst du folgen? Mhm. Wenn du das hast, dann wirst du feststellen, dass zwar jeder Kopfhörer anders klingt, aber jeder Kopfhörer klingt typisch nach Kopfhörer, wenn du den Kopfhörer hören willst. Und jede Autoanlage, wenn du dich reinsetzt, klingt anders, aber jede Anlage, du merkst, du sitzt in einem Auto. Und jedes Kino klingt anders, aber als Blinder merkst du sofort, ich bin in einem Kino. Und jeder Mensch klingt anders, aber ich höre sofort, das vor mir ist jetzt kein Kopfhörer, was ich jetzt höre, das ist keine Autoanlage, Kino, das ist ein echter Mensch. Wenn du diesen Ansatz machst, gibt es nichts zu diskutieren. Das ist so, wie ich mir das sage, das ist wie Cola, Weizen, Wasser. Und ich sage dann zu diesen Testredakteuren, wenn ich eure Zeitschriften lese, ihr testet Kopfhörer und erklärt den Leuten, dass der Kopfhörer klingt hundertprozentig echt. Dann testet die Autoanlagen klingen hundertprozentig echt. Ich sage, irgendwie habe ich von echt eine andere Vorstellung wie ihr. Das ist dieser Ebenenwechsel. Das ist jetzt ganz einfach für dich. Du glaubst gar nicht, wie das so, wie die 4000 Seiten war, das Holofeeling auch in der Technik ausgearbeitet. Wo ich dann gemerkt habe, dass die Physik nicht stimmt. Dass letztendlich alles vom Geist ausgeht. Und das ist auch hier, wo die Leute neugierig waren, was dann für mich auch wieder eine Erfahrung war, wo ich dann sage, wo Gefühl, Echtheit dazu kommt. Und ich sage, die Fähigkeit, Echtheit zu erkennen, hat was mit Wahrnehmungsfähigkeit zu tun und nicht mit Geschmack. Das ist immer, wenn du Geschmack machst, bist du schon verblendet. Weil dann ist deine Prägung, dein Wollen tritt dazwischen. Und es ist immer, es beginnt mit der Fähigkeit zu sehen, was ist jetzt da. Und jetzt komme ich zu diesen digitalen, ein bisschen schwanger gibt es nicht, mit Gefühl. Du kannst es, zum damaligen Zeitpunkt war das ganz neu, das habe ich hier aus Asien mitgebracht, das hat man in Deutschland nicht gekannt, mittlerweile kennt es jeder von euch, zumindest in Ansätzen sind diese 3D-Bilder, wo man so schillen muss. Jeder, der das kennt und ausprobiert hat und bei dem es funktioniert hat, ich lasse das einfach im Raum stehen, der kennt das Phänomen, du hast diese Seite und du fängst an zu schillen und irgendwann entsteht ein gestochen scharfes dreidimensionales Bild, wenn man das richtig anfokussiert, wenn man sich starr halten kann. Und da ist es, gibt ja manche so 3D-Bilder, wo dann meinetwegen so in Lockbuchstaben Liebe steht oder irgendwas oder auch eine Figur ist. Das ist genau, wo du testen kannst, ob es einer sehen kann oder nicht sehen kann. Wenn ich jetzt sage, was siehst du, und wir machen jetzt mal den Liebe oder Einheit im Hintergrund 3D, dann geht es nur, wenn er es wirklich sieht, sieht es, und wenn er nicht, wenn einer sagt, ja, ich weiß nicht, dann sieht er es nicht. Das ist rein digital. Ja, ja. Man kann immer noch bei Figuren oder wenn ich da irgendwelche, aber wenn ich da mit Schrift, so Schrift gibt es ja welche. Siehst oder siehst nicht. Mein Kamala zum Beispiel hat hier in einem Video, wo die das am Fernseher, an einem Monitor, in einem YouTube-Video machen, da steht dann Liebe, und wenn er sieht, sagt er, da steht ganz groß hoch, also ganz kristallklar, dreidimensional, gestochen, scharf, Liebe in so großen Buchstaben. Und nur wenn du den richtigen Winkel hast, wenn du den Punkt erwischt, dann
ist es da und einer, der es nicht sieht, wird dir nicht sagen können, was da ist. Und da war bei mir dann immer, siehst du was, ich weiß nicht, und das heißt, solange du noch sagst, siehst du es nicht. Es gibt nur digital, entweder sagst du, nee, du ist nichts, oder boah. Es ist laut. Und genau das ist es, wenn hier, du beim besten Willen, ich höre keinen Unterschied, dann, boah, das ist doch der Wahnsinn, ist der taub? Und das ist genau, wo ich merke, der hört und der andere kann nicht hören. Und das habe ich auch. Ich habe immer Hörbeispiele, du sprichst ja von Klangfarben, so wie du von Sehfarben sprichst, du wisst die Oktave des Hörens, des Sehens, das ist nur eine höhere, eine feinstoffliche Ebene. Das ist schon wieder so, Worte klingen so esoterisch, wobei ich alles andere wie ein Esoteriker bin. Das ist immer, wenn ich betone, verwechselt das, was ich euch sage, nicht mit religiösen, esoterischen oder naturwissenschaftlich geistlos nachgeplapperten Geschwätz. Wir reden hier von knallharten Fakten. Wir reden von Fakten, die jeder bewusste Geist hier und jetzt sofort überprüfen kann. Bei Holofeeling geht es in keinster Weise, dass dir irgendeiner was versucht zu suggerieren, was nicht jedes Kind hier und jetzt sich sofort bewusst machen kann. Wie war unser erster Satz? Was ist wirklicher? Das, was wir hier und jetzt sofort überprüfen und beschwören können, dass es so ist, oder etwas, was ich mir logisch ausrechne, was aber eigentlich noch nie ein Mensch gesehen hat und was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Es hat noch nie einer gesehen, dass die Erde eine Kugel ist, genauso wie nicht, dass die Erde eine Scheibe ist. Es wird so sein, wie du dir es ausdenkst. Das, was du siehst, ist was ganz was anderes. Und wenn du eine Zeitung liest, egal was du dir aufgrund von Worten, die du dann in dem Moment anschaust, dir ausrechnest und nach außen denkst und vielleicht sogar noch in vollkommener Geistlosigkeit permanent einredest, dass das, was du jetzt denkst, da außen unabhängig von dir oder vielleicht in der Vergangenheit passiert ist oder jetzt passiert, das ist dein Problem. Ja. Nicht das Problem der Menschen, die du dir ausdenkst. Stimmt oder stimmt? Was machen wir? Trinken wir noch einen Husser? Ja, trinken wir noch einen. Klar, sehe ich auch so. Mach Pause. So wie du ein Menschenleben lang jetzt normal, raumzeitlich logisch gedacht hast, muss das, was ich dir jetzt erzähle, muss dir bewusst werden, dass das, es kippt um, das muss diese Selbstverständlichkeit, wann so wie deine jetzt ausgedachte Vergangenheit und Raumzeit ist. Und wirklich, das Spiel ist, bleibt an dir selber hängen. Also langsam. Du kannst dann, wenn du mit Freunden oder was sprichst, aber du wirst irgendwann mal, was ich nicht ganz innerlich habe, solange du noch jemanden überzeugen willst, hast du es ja nicht begriffen. Weil eine Figur im Traum davon überzeugen zu wollen, wer du selbst bist, das reicht, wenn du dich überzeugst, dass du das bist, was immer ist. Du musst den Blitz glauben, lange Sachen, wie schaffe ich das, dass ich immer cool und jetzt bin? Ich sage, das ist ein Blödsinn, du versuchst mich zu erreichen, das geht aber davon, sonst geht nichts anderes. Aber es wird langsam. Aber Selbstgespräch und ich sage, versuch es, was passiert. Du redest dir doch laufen ein, dass es nicht so ist. Ja, so ist das. Liebe wir alle.